Hallo Christiane, ich will mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Nicole Liebmann, ich bin 47 Jahre jung, bin tatsächlich Krankenschwester von Beruf, habe also viel mit kranken Menschen zu tun. Das ist so mein täglich Brot. Und ja, durch eine Freundin bin ich tatsächlich an Ruth gekommen und habe jetzt hier an einigen Stellen ein paar Fragen an dich, weil ich finde Ruth sehr toll. Es ist ein Produkt, was wirklich die Eigenregulation von uns Menschen unterstützen kann. Und ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld, umkreist, die schwer erkrankt sind. Also ich spreche jetzt von Krebs, von Leukämie, von irgendwelchen Bluterkrankungen, wo die Medizin gar nicht mehr weiß, warum sind die Thrombozyten hoch, runter, nicht hoch, sondern unten. Was ist hier passiert? Und ich möchte den Menschen natürlich gerne Ruth vorstellen, die Möglichkeit geben, sich ihren Körper wirklich selber wieder regulieren zu lassen. Das Problem ist, die Menschen haben richtig Angst. Die haben Angst davor, in der Schulmedizin irgendwas falsch machen zu können. Also, dass die Produkte ihre Wirkung aufheben oder dass dann das, die Schulmedizin nicht mehr wirkt oder dass es eine Verschlimmerung gibt oder. Ich komme jetzt immer an den Punkt, wo ich sage, wie kann ich den Menschen helfen? Wie kann ich denen erklären, wie wir mit Ruth ihre Erkrankung unterstützen können, beziehungsweise sie ihren Lebensstandard verbessern können? Was sagst du dazu, Christiane? Ja, bei mir in der Praxis ist es so, weißt du, ich bin ja seit langen Jahren Ausleitungstherapeutin nach Klinghardt. So. Und in der Naturheilkunde und ganz viele Ärzte arbeiten ja auch naturheilkundlich. Mit denen ich jetzt Kontakt habe, haben viele gesagt, dass sie das, was sie im Studium gelernt haben, erstmal vergessen mussten, um wirklich dieses Thema, wie funktioniert der Körper überhaupt? Und sie haben mir auch ganz oft gesagt, dass gerade auch das Thema Ernährung in der Ausbildung, im Studium, also so gut wie gar nicht vorkam. So. Und nun ist es ja so, dass ich sage immer, also dieser Körper hier, ne, der ist 58 Jahre alt. So, und dieser Körper hat eine Menge mitgemacht schon. Gibt Menschen, die haben mehrere Herausforderungen gehabt. Das heißt also, der nimmt ja alles das, was tagtäglich kommt, nimmt er in sich auf. Stress, Ärger, Sorgen, Ängste. Dann kommt dazu Umwelt. Ne? Dass wir nicht mehr die sauberste Luft haben durch Herbizide, Pestizide. Und auch durch Blei in der Luft, eben auch von Autos und so weiter, das wissen wir. Dann der Körper, ne? Wir trinken im besten Falle Wasser, möglichst gefiltert, haben die wenigsten. Dann nehmen Sie zum Beispiel Mineralwasser. Da sind Parabene drin. Ne? Das heißt also, oder auch noch BPA, ne? Also Rückstände, die letztendlich auch, das geht alles in diesen Fasskörper. So, dann ernähre ich mich und weil ich natürlich ganz, ganz viel arbeiten muss, um überhaupt meinen Lebensunterhalt verdienen zu können, geht es manchmal auch schnell. Dann gibt es mal schnell eine Pizza vom Discounter. Hast du da mal hinten auf die Packung drauf geguckt, was da alles draufsteht? So, das heißt also, oftmals ist es so, dass wir hier in unserem Körper, wie ich immer sage, in unserem Ferrari, heute habe ich einen blauen Ferrari, ne, da gehört Superbenzin rein. Und was mache ich teilweise? Weil es schnell gehen muss oder weil ich das Geld nicht habe, dann fahre ich an die Tankstelle und sehe, super, oh, kostet, ich keine Ahnung, was das kostet, 2,10 €. Uff. Aber hier, guck mal. LKW-Diesel, oh, 69 Cent, das nehme ich. Machst du das mit deinem Auto, kommst du von der Tankstelle nicht runter. Der Körper hier kompensiert 70%, ich sag mal, unseres Fehlverhaltens. Und wir leben einfach nicht mehr artgerecht. Das heißt, wir werden in unserem täglichen Leben, wirklich im Alltag, mit so viel Schadstoffen
belastet, die alle hier reingehen, ob das Kosmetika ist, ne? Auch da sind Parabene drin und Zusatzstoffe und so weiter. Das, was wir essen, was wir trinken, teilweise die Kleidung, die wir anhaben. Das heißt, unser Körper wird mit so vielen, ich sag mal, ich nenne es mal Stoffen konfrontiert, weil das ist hier eine Mülldeponie, die muss er ja sortieren. Das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Und irgendwann ist es so, dass diese Mülldeponie so voll ist, dann funktioniert sie nicht mehr. Und dann kommen die ersten Zipperlein. Was weiß ich, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Immunsystem läuft nicht mehr so doll, Allergien, Bewegungsapparat tut weh. So, und wenn es immer weitergeht, dann ist es natürlich auch so, dass ganz viele Medikamente, Gott, es ist gut, dass wir Medikamente haben, aber du weißt es, wie viele Medikamente haben wirklich Nebenwirkungen. Die kommen auch noch wieder rein. Und jetzt kommt es so, wie viele Leute kriegen Medikamente, gehen dann auf die Toilette, lassen Wasser, dann geht das ins Abwasser. Dann geht das in das Wasserwerk. Das Wasserwerk kann nicht alles rausfiltern. Dann drehst du den Hahn auf und holst dir wieder ein schönes, frisches Glas Wasser aus der Leitung und schwupps hast es wieder drin. Das heißt, das ist ein Kreislauf. Das heißt, dieses Fass hier wird mit so vielen Stoffen konfrontiert. Und wenn das Fass voll ist, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Die Leute haben Krebs, Leukämie, schwere Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und, und. In der letzten Zeit sind sehr viele dazu gekommen, weil wir eben die Herausforderung mit C hatten. Viele haben sich mit C infiziert. Es gibt Post-Covid, Long-Covid und es gibt auch Post-nach-Peaks. Es gibt auch Post nach Peaks. Und du glaubst gar nicht, wie viele Menschen wirklich diese Erschöpfungserscheinung und schwere Erkrankung nach diesen ganzen 3 Jahren haben. So, und jetzt gehen sie zum Arzt und die Ärzte sind mit der neuen Situation total überfordert. Das heißt, das haben sie in dem Sinne so noch nicht erfahren. Jetzt gucken sie, was können sie geben. Und es ist ja auch gut, dass sie die Menschen unterstützen. Nur weißt du, ich sag das mal, ich vergleiche es mal so. Das ist so, als wenn du jetzt losgehst und kaufst ein Haus. Und dieses Haus ist 58 Jahre alt. So, was machst denn du, wenn du ein 58 Jahre altes Haus gekauft hast? Was machst du dann, Nicole? Ja, von Grund auf anfangen mit Renovieren. Also da muss man echt viel machen. Genau. Und eventuell neues Stromkabel, neues Mauerwerk. Also du fängst dir erstmal Schicht für Schicht an, alles neu zu renovieren. Da guckst du dir die Leitung an, da guckst du dir die Rohre an, ne? Genau. Da guckst du dir an den Keller, ob der feucht ist, da guckst du an, ob das Dach dicht ist, da guckst du, ob es durch die Fenster zieht, da guckst du, ob irgendwo Schimmel ist. Genau. So. Ne? So, das macht man. In der Schulmedizin läuft es aber so, du hast dieses alte Haus. Und du gehst los und kaufst dir gleich neue Möbel und die stellst du in das alte Haus. Wir müssen mit unserem Körper hier erstmal anfangen, den Hahn aufdrehen. Damit Sorgen, Ängste, Nöte, die ganzen Stoffe, die jeden Tag in uns reinkommen, dass wir die erstmal rauslassen können. Ablassen können. Dann ist auch wieder Platz für Neues. So, und jetzt zu deiner Frage. Die haben Angst, dass das eventuell ihre Therapie beim Arzt stören könnte. Nein, kann es nicht, weil ihre Therapie beim Arzt können sie gerne machen. Das, was wir hier machen, ist Naturheilkunde. Heißt, wir regulieren den Körper. Wir bringen den Körper dazu, dass er sich wieder selbst regulieren kann. Was passieren könnte, wäre, dass sie vielleicht die Medikation mit ihrem Arzt anpassen könnten, und zwar niedriger. Es gibt so viele Klienten bei mir, die weniger Blutdruckmittel nehmen müssen, die weniger Insulin spritzen müssen, die vielleicht das Cortison runterdrehen können. Ne? So, wenn man jetzt Krebs hat, dann ist es so,
Also der Körper zeigt ja mit der Erkrankung, die du hast, ich bin aus dem Gleichgewicht geraten. Ich bin nicht mehr in Balance. Das heißt also, diese Balance wiederherstellen, das kann man eben, ich sag mal, auch ohne Mittel, indem man wirklich seine Ernährung anpasst, gutes gefiltertes Wasser trinkt, natürlich eine, ich sag mal, Mindset-Hygiene macht, also Meditation, Entspannung im Wald spazieren gehen, was auch immer, ne? Seine Ernährung gerade bei schweren Erkrankungen ist es ganz wichtig, seine Ernährung anzupassen, wirklich zu gucken, weil man muss nur mal bei Klinkhardt und Co. und bei Reik Garve und wie sie alle heißen, das sind alles Ärzte, die gesagt haben, sie haben studiert und haben dann erst mal angefangen, wirklich zu lernen, weil sie gelernt haben, dass zum Beispiel, wenn du jetzt eine Glutenunverträglichkeit hast und du hast vielleicht einen Pieks bekommen, in dem Pieks sind Trägerstoffe drin, wie zum Beispiel Aluminium. Und dieses Aluminium sorgt dafür, dass im Körper unter anderem Entzündungen gefördert werden. Und viele deiner, ich sag mal, Ansprechpartner haben diese sogenannten Silent Inflammation, diese stillen Entzündungen. Das wissen die gar nicht. Und dann kommt irgendetwas, das kann auch sein, das ist einfach nur, der Vater ist gestorben, was weiß ich, die Firma ist pleite gegangen, die Ehe ist auseinandergegangen oder wie auch immer. Das kann auch sowas sein. Und zack, läuft das Alles Fass klar. über. Und im Grunde genommen ist es so, ich sage immer, unbedenklich nehmt ihr das, was euch vom Arzt empfohlen worden ist. Und das ist auch gut. Ihr dürft Vertrauen haben. Das ist wirklich wichtig. Schaut euch mal an, was da drin steht in dem Waschzettel. Was für Nebenwirkungen? Warum wird bei Naturmittel so eine Skepsis an den Tag gelegt? Das sind also die meisten Inhaltsstoffe kommen aus der Natur und werden total natürlich verarbeitet. Und ich meine, dir muss ich das nicht sagen als Krankenschwester. Du weißt bei Medikamenten, dass sie im Grunde genommen auch Naturheilmittel nehmen, die sie synthetisieren Richtig. und dann in das Medikament bringen. Das heißt also, was ist der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, normaler Medizin und alternativer Medizin? In der normalen Medizin ist es so, du hast ein Symptom und da kriegst du ein Pflaster für, eine Pille für, eine Spritze für, eine Operation dafür, für das Symptom. Richtig. Das ist wie beim Auto, da brennt die rote Leuchte und dann nimmst du einfach so ein, was weiß ich, und postet oder wie auch immer, klebst es rüber. Dann siehst du die rote Leuchte nicht mehr. Ist schick, super, geht weiter. So, dann kommt, was weiß ich, irgendwann später die nächste rote Leuchte, dann hast du nächste postet. So, irgendwann ist da keine rote Leuchte mehr. Hast aber alles postet vorne in deinem Cockpit drin. Ne? Stell dir das mal vor. Alle bunten, sieht schick aus, sind bunte Postits. Kannst ja auch noch was draufschreiben. Ne? Was weiß ich, Reis wollte ich noch kaufen, Milch wollte ich noch kaufen. Ja, genau, guck mal hier, deine Post-its. So, die hast du dann in deinem Auto und irgendwann ist da keine rote Lampe mehr, und dann fährt das Auto nicht mehr. Das ist Symptom kurieren. Wichtig wäre es zu gucken, warum habe ich das jetzt? Weil meistens habe ich dieses Symptom, weil ich aus der Balance geraten bin, weil ich irgendwas gemacht habe, was dazu geführt hat, dass der Körper sagt, oh, so haben wir aber nicht gewettet. Ne? Ja. Das musst du aber anders machen. Wie viele Leute haben eine Glutenunverträglichkeit und essen trotzdem jeden Tag Brötchen und sind dann erstaunt, dass sie ständig erschöpft und müde sind, dass sie Allergien haben, dass sie Verdauungsstörungen haben und, und. Aber weißt du, macht ja nichts. Da gibt es ja eine Pille für. Genau. Die Frage ist immer, was willst du? Das ist so das, fällt dir noch was dazu ein, wo du sagst, kannst du das noch mal erklären? Oder also wenn ich jetzt jemand, ich erkläre es in meiner Praxis wirklich immer so, was wollen Sie? Wollen Sie
Wollen Sie ein Pflaster drüber machen? Oder wollen Sie, dass es wirklich weg ist? Und genau darum geht es. Frage, die ja ganz oft dann kommt, ist ja tatsächlich, wenn Sie dann sagen, okay, ich würde das ausprobieren, wie darf ich die Root-Produkte zusammen mit den Produkten der Schulmedizin einnehmen? Meine Erfahrung ist, man sollte zwischendurch 2 Stunden Pause lassen. Das ist immer das, Ja. ich sage dann immer, es ist egal, ob ihr das Root erst nehmt und dann eure oder erst eure und dann, ich sage immer 2 Stunden Pause. Liege ich da Ja, richtig? das ist richtig. Und ich sage auch immer, beginnt ganz sanft. Das heißt also, zum Beispiel, wenn man mit dem Clean Slate beginnt, das Clean Slate sorgt dafür, dass eben mal vom Dach bis zum Keller alles renoviert wird, ne? Alles raus, was eben nicht mehr funktioniert, so ungefähr, ne? So, und da fängt man wirklich ganz langsam an mit einem Tropfen morgens und abends unter die Zunge. Und dann ist es wichtig, viel Wasser zu trinken. Wirklich viel Wasser trinken. Und es ist ganz wichtig, wieder in die Eigenverantwortung, weil das ist auch wichtig. Weißt du, das weißt du als Krankenschwester auch. Wir haben es verlernt, auf unseren Körper zu hören. Wir haben es verlernt, uns selbst mal was zuzutrauen, dass wir auch was wissen, ne? Also meine Oma, wenn ich Ohrenschmerzen hatte, habe ich Zwiebelsäckchen bekommen. Da ist die nicht, hat sie nicht gesagt, so geh zum Arzt und kriegst du Antibiotika. Nee, da gab es Zwiebelsäckchen. Wenn ich Halsschmerzen hatte, dann habe ich einen Wickel gekriegt. Ne? Solche Geschichten. Und dass wir wieder die Eigenverantwortung, weil das hier. Das ist mein Körper. Und was machen wir? Wir gehen irgendwo hin und sagen, hier, ich bin kaputt, mach heil. Ja. So, und es ist aber wichtig, selbst die Verantwortung zu übernehmen und selbst zu sagen, okay, ich höre mir jetzt mehrere Meinungen an und schaue, was ist für mich der richtige Weg und kombiniere das vielleicht. Und wichtig ist immer, nicht immer nur ein Pflaster drüber kleben, sondern wirklich zu gucken, kann es sein, dass meine Erkrankung oder meine Symptome, die ich habe, vielleicht daherkommen, dass ich zu wenig Wasser trinke oder dass ich vielleicht etwas esse, was mir nicht gut tut oder aber, dass ich vielleicht versteckte Schadstoffe zu mir nehme, die vielleicht das alles ins Ungleichgewicht bringen. Wie viele Leute haben eventuell noch Amalgamfüllungen im Mund? Ich bin gelernte Zahnarzthelferin. Wir haben das Amalgam noch in den Händen gedreht. 1814. Ich bin ein DDR-Kind, ich habe noch Amalgam im Mund, tatsächlich, weil ich es mir, das ist auch so eine Frage. Ja, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber mir wurde auch wieder gesagt, wenn man es rausmacht, solange es nicht muckert, lass es lieber drin. Das sind so, aber das ist jetzt, weil wir das Das Thema ist, gerade angeschnitten das haben. wäre ein neues, das wäre ein neues Thema, aber ich würde all denjenigen raten, die eben Medikamente nehmen, dass sie anfangen, irgendeine Form von Entlastung für ihren Stoffwechsel benutzen. Was auch immer das ist. Wir machen das mit den Root-Produkten. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich als Ausleitungstherapeutin. Wir haben damals, wenn wir ausgeleitet haben, hat es ungefähr 2 Jahre gedauert, für den Klienten. Und er hat ungefähr zwischen 7 bis 10 verschiedene, Einzelstoffe einnehmen müssen, weil es geht darum, erstmal zu binden, zu lösen und auszuleiten. Und das hat eben ein Mittel nicht geschafft. So, wir haben jetzt mit dem Clean Slate haben wir die Möglichkeit, einfach das schonender, sanfter und effektiver zu machen. So, und das ist eben gut, weil das können auch Kinder. Und du glaubst gar nicht, wie viele Kinder mittlerweile belastet sind. Ich meine, fragt euch mal, warum es so viele Kinder gibt mit ADHS oder auch mit Autismus. Und auch das ist nächstes Thema. Wenn ich eine Familie gründen möchte, dann muss ich meinen Acker vorher bestellen. Ich sag's mal so. Ich darf vorher entgiften und nicht über mein Kind entgiften. Das habe ich auch nicht gewusst. Mein Sohn hat die erste ganze Flut wirklich von mir abbekommen.
Also, das hat mir damals auch niemand gesagt. Heutzutage sage ich das all meinen jungen Paaren, wenn ihr Familienplanung beginnt, fangt schon mal 1,5 Jahre vorher an, wirklich euer Feld zu bestellen. Wirklich, ne, das macht der Bauer auch, wenn er ja, ich sag mal, etwas Neues anpflanzen will. Tatsächlich ist es ja so, Christiane, dass ich kenne ganz viele in meinem Bekanntenkreis, wo es echt schwer ist, die keine Kinder oder wo die wirklich Probleme haben. Ich sage jetzt mal Wunschkind.de und wo sie dann in Krankenhäuser gehen und sich da künstlich befruchten lassen. Das ist ja, das hat ja auch extrem, finde ich, in meiner Wahrnehmung zugenommen in den letzten Jahren. Ja, also ich kenne das auch. Und auch da ist es so, zum Beispiel, gerade wenn man eine Gluten-Unverträglichkeit hat und wir alle haben den ein oder anderen Pieks bekommen, in der Schule damals auch, ne? Und durch diese Stoffe, die in den Pieksen noch drin sind, ist es zum Beispiel so, dass ganz, ganz viele dadurch eine Schilddrüsenunterfunktion bekommen. Wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast oder eine Autoimmunerkrankung, hast du schon Probleme, schwanger zu werden. So, ne? Ich kenne das auch. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass du eben Quecksilber im Mund hast, ne? Amalgam und so weiter und so fort. Kennen wir alles. So, das kommt alles dazu. Dann kommt dazu, dass sehr, sehr viele Frauen die Pille nehmen. Die gehen auf Toilette, lassen Urin, der Urin geht zum Wasserwerk, das wird da nicht rausgefiltert, die Männer trinken Leitungswasser und was ist, haben weibliche Hormone. Das heißt, die Männer nehmen mit jedem Mal Leitungswasser trinken, ohne gefiltert zu sein, weibliche Hormone. Das wäre genauso, als wenn du einem Mann die Pille gibst. Da muss man sich nicht wundern, wenn das dann mit dem Wunschbaby nichts wird. Ne? Also das ist alles ein Kreislauf. Ich sage mal, das ist wie ein Mobile. Stell dir ein Mobile vor. Wenn du da irgendwo irgendetwas verstellst, hängt das ganze Ding schief. Und das ist bei ganz vielen so, dass das Mobile, weißt du, nicht mehr so aussieht, wie es mal ausgesehen hat. Und jetzt ist es an uns, wirklich zu gucken, was kann ich tun? Was liegt in meiner Macht, etwas zu verändern? Weil du darfst ja auch die Frage stellen. Ich meine, klar, wenn jemand sagt, nö, will ich nicht, ich lasse das mal lieber vom Arzt machen. Super. Aber dann musst du damit klarkommen, dass du dann halt auch 8 bis keine Ahnung, wie viel Medikamente nimmst. Die Frage ist, vertragen die sich alle untereinander? Und was ist mit den, ich sag mal, Stoffen, die der Körper nicht aufnimmt, die muss er auch wieder irgendwo wegdrücken. Letztendlich ist es so, der Körper ist eine reine Mülldeponie. Und die Frage ist, wer ist der Müllmann? Wer ist derjenige, der jetzt dafür sorgt, dass der Körper wieder aufgeräumt wird? Na? Tatsächlich ist es so, dass das weiß ich. Also 5 Medikamente kann der Körper irgendwo noch gerade so regulieren, gerade noch so. Ab dem 6. ist es dann schon so, das geht nicht mehr. Es ist dann schon zu viel. Also das geht nicht mehr. Und dann hebt ein Medikament das andere die Wirkung von dem anderen auf oder die Symptome oder wie auch immer. Also das ist ja. Ich kenne die Schulmedizin innen auswendig. Ich weiß, wie es da läuft und es gibt Alternativen und ich bin da sehr gespannt und habe selber sehr tolle Erfahrungen mit Ruth. Auch mein Mann konnte tatsächlich seine Blutdruckmedikamente absetzen. Er muss sie nicht mehr nehmen, seit er die Siehste? Ruth-Produkte verwendet. Und ich selber habe eine Hashimoto. Ich brauche kein L-Thyroxin mehr. Ich nehme es nicht mehr. Mir geht es Bei mir richtig, richtig auch. Bei mir gut. auch. Ich habe auch Also das, Hashimoto. ja, Genau. das sind Ja, und jetzt das die ist das. Erfahrungen. Ich sage immer, dieser Körper hier ist das beste Messinstrument. Wenn du deinen Arzt fragst danach und dem die Produkte zeigst, der hat keine Ahnung von den Produkten, weil er das nicht weiß, sagt er, lass es. Okay, kann man machen. So, ich sag mal so, wenn ich Probleme habe mit meinem Auto, dann fahre ich zum Karosseriebauer und nicht zum Bäcker. Ich sage es mir ganz deutlich, ne? Ja. Das heißt also,
Man kann super gut Schulmedizin und Naturheilkunde verknüpfen und einfach beides unterstützend nehmen für den eigenen Genesungsweg. Und es geht ja wirklich darum, wirklich wieder in ein Wohlgefühl zu kommen. Wenn das Fass aber voll ist und du immer weiter drauf kippst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, ne? So, aber es ist natürlich so, also es gibt meines Erachtens, und auch da kann man natürlich immer noch mal ganz genau gucken, das Angebot kann ich dir und deinen Interessenten machen als Heilpraktikerin, wenn sie sich nicht schlüssig sind, ob das passt. Sie dürfen gerne bei mir eine Beratung buchen, halbe Stunde kostenfrei. Dann können wir gucken, was ist die Voraussetzung, die jemand hat. Und dann kann ich gucken, okay, wo sollte man jetzt starten oder wie auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollte man auch machen, nicht einfach irgendwas nehmen. Aber ich sage mal so, wenn die Scheibe verdreckt ist beim Auto, dann machst du einen Scheibenwischer an. Ja. Dann fährst du nicht zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die da heißen, und holst dir eine neue Scheibe. Carglass. Ja, so heißen die. Ich wollte keine Werbung machen. Aber egal, gibt ja auch eine andere. Ne? So, also, von daher wirklich, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls passieren kann, dass gar nichts wirkt. So. Mehr nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn man erstmal in die Regulation geht, ne, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne, wenn du dein Haus erstmal ordentlich aufklopst überall, hast ordentlich Staub, da kommt erstmal Müll zusammen. Ne, den musst du rausbringen. Ne? Und es kann natürlich eben auch sein, dass das vielleicht mal mit Kopfschmerzen einhergeht. Oder man ist vielleicht auch mal müde oder so, weil die Entgiftungsorgane, die müssen im Grunde genommen auch unterstützt werden. Ne? So. Und das tun unter anderem diese Produkte auch. So. Und aber das hast du ich sag mal, allopathischen Mitteln auch. Da hast du das ganz genauso. Ne? Da steht ja dann auch drin, was weiß ich, kannst du Durchfall führen oder Kopfschmerzübelkeit. kannst du Kopfschmerzen führen oder wie auch immer. Ne? Die Frage ist immer, bist du bereit, für dich selbst dein Wohlbefinden in deine eigenen Hände zu nehmen? Bist du bereit zu sagen, ja, ich habe es versaut. Ich habe jetzt hier, was weiß ich, das und das gemacht, was ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Ich wusste es nicht besser, aber jetzt weiß ich es, dass ich was ändern kann. Und jetzt ist die Frage, willst du was ändern oder lässt es jemand anders machen? Eine ganz einfache Frage. Und es ist alles in Ordnung. Jede Entscheidung ist okay. Weißt du, Christiane, was ich festgestellt habe mit den Root-Produkten, ist eigentlich in meiner Wahrnehmung, meiner Welt, die einfachste Art und Weise, seinem Körper wirklich erstmal was Gutes zu tun. Es gibt nichts Einfacheres, als die Root-Produkte einnehmen. Das ist wirklich eine Sache, wo das ist eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, und es tut so viel Gutes. Ich kann es nur von mir sagen, wie gut es meiner ganzen Familie tut. Ja, und weißt du, wir haben so viel Hunderttausende von Erfahrungsberichten, wo die Menschen erzählen, wie schnell oder auch manchmal, wie lange es gedauert hat, bis es ihnen besser ging. Aber es sind wahnsinnig tolle Erfahrungsberichte. Und einfach probieren. Einfach probieren und wenn es nicht hilft, dann hilft es halt nicht. Dann ist es, aber dann hast du halt auch nichts anderes gemacht, als dass du, ich sag mal, Natur in den Körper reingebracht hast. Mehr nicht. Aber ganz ehrlich, ich habe so viele Menschen in der Praxis, die die Produkte nehmen und die alle zu mir sagen, ich bin so dankbar. Und weißt du was? Ich brauche die nicht mehr behandeln. Die müssen nicht mehr kommen. Und das ist das, was ich gut finde, weil sie jetzt nämlich, weil Hilfe zur Selbsthilfe, das ist wichtig. Was machst du, wenn du keinen Termin bei deinem Arzt bekommst? Oder wenn er nicht mehr da ist oder wie auch immer?
Ne? Wir müssen einfach lernen, dass wir das selbst in die Hand nehmen, dass wir uns trauen, einfach auch mal ohne einen sogenannten Studierten in unseren Körper reinzuhören und auch wirklich mal zu gucken, was tut mir gut. Und vielleicht brauche ich mal ein Fußbad. Es ist jetzt ganz banal, aber manchmal ist das so. Ne? Manchmal ist es so. Vielleicht sollte ich jetzt mal das Brot nicht essen, weil dann habe ich gleich wieder Durchfall. Ne? Klar, man kann bei längeren, schwereren Erkrankungen kann man nicht erwarten, dass das zack weg ist. Die sind ja auch nicht zack gekommen. Ja. Das hat ja auch gebraucht. Und das sage ich auch immer. Die Zeit, die es gebraucht hat zu kommen, die Hälfte der Zeit braucht es zu gehen. Das darf man aber auch, ne? Da darf man dann auch wirklich Geduld haben. Und einfach versuchen, weil es ist so, es gibt nichts, wo man sagen kann, nee, das spricht jetzt dagegen. Und wenn, dann wissen wir es. Ne? Also wichtig, und das, was du gesagt hast, 2 Stunden Abstand von den Medikamenten. Und wenn jemand in einer onkologischen Behandlung ist, dann kann man da auch noch mal gucken, dass man da eben auch noch mal ein bisschen mehr Abstand lässt. Aber das sind spezielle Fälle. Es geht da wirklich nur um onkologische Behandlung. Ne? So. Ach, Chris. Das wäre so das, was ich dazu sagen würde. Ne? Genau. Jetzt hast du mir richtig toll geholfen. Ich denke, da kann ich sehr, sehr viel mit anfangen und kann wirklich vielen Menschen, ja, wirklich helfen. Das ist eigentlich einfach mein Ziel, dass ich da sage, es gibt Alternativen, schaut mal, es gibt einfach was, was ihr euch Gutes tun könnt, ohne großen Aufwand. Das muss ich einfach so sagen. Genau, und weißt du was, es ist nochmal wieder zum Haus. Ne? Wir kaufen altes Haus. Da trauen wir uns selbst dran rum zu renovieren. Ja. Da sagen wir nicht, nee, 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 das kann jetzt nur der Klempner machen. Weil einige Sachen gibt es, die kann wirklich nur der Klempner machen. Ne? Aber da machen wir auch vieles selbst. Warum machen wir das denn hier nicht? Warum trauen wir uns das denn hier nicht? Ja. Ne? Genau. Wie war das nochmal? Eigenleistung, haben Sie bei uns immer gefragt. Was ist denn Ihre Eigenleistung beim Hausbau? Und genau das ist das. Was ist deine Eigenleistung bei der Erkrankung, die du hast? Was ist das, was du tun kannst?